Was darfst du löschen und was nicht? Das werden wir heute herausfinden, denn Leute, wir spielen wieder eine Runde Delete One Part. Und ja, der Frauen-Angeier-Modusmann Denno ist auf jeden Fall auch dabei. Nimmt's nicht so ernst, es wird aber super lustig dafür. Und vor allem, Leute, es wird auf jeden Fall auch ein bisschen... genau so. Lasst Like, wenn ihr Bock drauf habt. Viel Spaß, Kuss und wir gehen rein. Lösche das Überflüssige. Wir haben hier einen Koffer mit ziemlich vielen Sachen. Kohle ist hier auch drin. So eine Uhr sehe ich hier. So ein Gürtel ist auf jeden Fall am Start. Das Portemonnaie passt auch rein. Die Krawatte auch. Das iPad sogar. Die Sonnenbrille auch. Stecker ist hier drin. Aber das Smartphone. Nope. Okay, das gehört auch rein. Aber das Passwort nope. Nicht. Ah? Nope. Ja, bin ich blöd oder was? Sag mal. Ey, warum mache ich mir eigentlich so eine richtig brutale Arbeit, Leute? Brauche ich doch gar nicht. Das Notizbuch ist halt Bullshit. Wer will denn Notizbuch mit in Urlaub nehmen? Löse das Beispiel. 2 plus 3 gleich, Warte. Gleich. Nope. Ja, 5, Digga. Alles entspannt. Okay, easy going. Hilf der Birne beim Abnehmen. Alter, was haben sie denn mit dir gemacht, Bruder? Ja. Oha, der steht an der Körper. Yo, aber du musst ein bisschen am Bizeps trainieren. Bro, da müssen wir nochmal ein bisschen was machen. Finde das Paar. Wir haben hier Pommes, Blume, Sonne. Aha, okay. Finde das Paar. Was ist mit den Pommes hier passiert? Oh. Aha. Guck mal. Och, wie niedlich. Da, ey, der freut sich ja echt einen Keks, ne? Beide sind füreinander geschaffen. Setze das Puzzle zusammen. Wir haben hier das Puzzle. Das hier passt auf jeden Fall gar nicht. Also das können wir auf jeden Fall schon mal wegmachen. Nope. Hä? Wir sollen das... Ach so. Aha. So passt das. Und jetzt haben wir das Puzzle mit den 1000 Zwergen. Was stimmt hier nicht? Wir haben ein Flugzeug mit Fledermausflügeln. Was ist das denn, Alter? Bad-Flugzeug. Leute, also wer auch mal Bock hätte auf ein Bad-Flugzeug, Digga, Hashtag Batman in die Kommentare. Finde den Pinguin. Ja, also den brauche ich nicht finden. Der ist ja schon da. Finde die 5. Ah ja, wir haben hier irgendwie schon wieder so... Wir sollen die 5 finden. Okay, wir machen mal am besten irgendwie so mäßig... Digga, ich wisch jetzt einfach diesen Typen komplett weg und das war da unter. Ich wurde so verarscht. Ach, egal, weiter. Erstelle die Zahl 69. Was ist das denn, Alter? Mathematikkurs oder was? Da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, keine Ahnung, ey. Wir sollen 69 erstellen? Ja, dann pass auf. Ich hab eine Idee. Ich hab eine gute Idee, Leute. Ich werde jetzt nicht hier Plus nehmen. Wir müssen uns von der Mathematik lösen. Ja. Nope. Ist das eine Verarschung? Oh mein Gott, ist das eine Verarschung. Wir müssen eins nach dem anderen wegmachen, oder? Nee. Okay, also 22 plus 18 sind 40 plus 35 passt hier auf jeden Fall erstmal ins Bilde. Wir müssen auch Minus nehmen, heißt also 40. Minus 19 sind 21 und dann... Nee, also das macht ja alles gar keinen Sinn. Dann würde ich mal sagen, minus 19 kann weg und so passt es. Easy. Warum eigentlich 69? Wer hat ihn verstanden? Finde die 2. Also jetzt muss ich hier aber ganz schön viel finden. Wir haben hier doch diese 2, ne? Also deswegen können wir ja so ein bisschen hier so und vor allem das hier so wegmachen. Und zack, Digga, habe ich die 2 einfach rausgelesen. Öffne die Tür mit einem Schlüssel. Ich öffne sie mit einem Schlüssel. Nope. Was ist das denn? Da sitzt ja einer auf Klo. Ich brauchte gar keinen Schlüssel. Der Typ sitzt am Kacken, Mann. Kriegt keinen raus. Setze den Sandsack zusammen. Okay, also oben Patrone auf jeden Fall schon mal weg. Patrone weg. Und das Ding machen wir weg. Und zack, haben wir einen Boxsack. Ey, ich feiere einen Boxsack. Da hätte ich echt Bock drauf. Lösche das Überflüssige. Wir haben einen Schraubenschlüssel mit hier so Schrauben drin. Lösche das Überflüssige. Was müssen wir denn am besten... Ich glaube, wir brauchen nur eins davon, nope. Oder? Brauchen wir nur eins nope. Davon? Ja, so gehört sich das. Lockeres Ding. Gelange zum Geschenk. Okay, wir haben hier also ein Geschenk, Leute. Der Typ will jetzt hier irgendwie so durchlaufen. Also sollen wir das jetzt irgendwie... Warte mal ganz kurz. Ach,
Wir löschen einfach das Labyrinth daraus. Genauso werden wir das machen. Geh einfach dahin. Siehste, ganz entspannt, Leute. Wärme das Mädchen auf. Hallöchen, süße blonde Haare. Roter Lippenstift, also da sehe ich mich. Okay, wir werden uns den ganzen Aal mal an... Baby, oh scheiße, der hängt der Schnodder aus der Nase, ne? Ja gut, ich glaube, da rufe ich heute mal nicht an. Aber schick sieht's halt schon aus. Ich muss mal telefonieren. Lösche das Überflüssige. Das kommt hier irgendwie alle 6 Mal vor, gefühlt. Der Walkman, der tut mir echt leid, aber... Warte mal, die CD ist richtig ein Loser. Verpiss dich, CD! Ja, jetzt sieht's auch schon mal viel besser aus, ne? Finde die Banane. Junge, das sieht so bescheuert aus mit dem Schnabel. Ach, das passt schon. Die Banane ist auf jeden Fall am Start. Das war easy. Was macht der da? Junge! Der Typ hat mehr Geld als ich, Alter. Gönn die Money Gun. Jo. Digga, Cash in the Mash, Alter. Weißt du, ich meine. Cash in the Mash. Schnitt. Peace out. Wer hat das Vogelhaus gebaut? Ja, das ist eine gute Frage. Es war der Pinocchio. Und, hä? Warum macht er sowas? Ich habe hier noch einen... Digga, ich habe hier noch einen Schein einfach in der Aufnahme. Ups. Wer ist der Torwart? Ja, also... Es ist Jason! Es ist Jason mit dem Messer! Oh mein Gott! Schnell weiter! Muntere sie auf. Also das hier sieht aus nach Scheiße. Ganz ehrlich, du siehst aus wie Scheiße. Und ja, jetzt ist das ein Hippie-Laden, ne? Also, kann man so machen, muss man aber nicht. Besorge Feuer, Baby! Das Feuer kannst du dir bei mir direkt abholen. Das gibt's mal in einer entspannten Bestellung. Wir werden hier... wir müssen die Flagge auf jeden Fall mal wegmachen. Wir machen noch mal ein bisschen mehr so. Ah ja, und jetzt haben wir Feuer. Und der Süße ist warm. Das heißt, sie zieht sich gleich aus. Wer wohnt im Iglo? Das stellen wir mal fest. Es ist der Iglo-Meister. Alter, Eskimo for real. Woher kommt das Schneeglöckchen? Ja... ah ja, der Bär pflanzt das von unten anscheinend ein. Ist doch klar. Easy. Decke ihn! Okay, okay. Digga, decke ihn. Jeder denkt, man muss ein Schild davor halten. Er macht einfach eine Decke rauf. Jetzt ist er gecovert, Leute. Rette den Fan. Oh mein Gott, der hat hier eine Schlägerei mit den Hooligans. Und was soll... Was passiert hier jetzt? Digga... Oh mein Gott, was machen wir da? Ah ja, wir kleiden ihn ganz schnell um. Und schon ist er einer von ihnen. Ja, und so läuft das im Fußball. Sende ein Notsignal. Oh mein Gott, wir sind mitten auf dem Meer und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen WLAN, habe ich das Gefühl. Und ja, wie gehen wir das denn jetzt am besten an? Wir brauchen irgendwie... Vielleicht in dem Bereich... Nee, müssen wir irgendwie... Warte mal ganz kurz. Ich glaube... Okay, ich werde jetzt hier einen kleinen Einschnitt vernehmen. Ach, so kann man das natürlich machen. Oh, Leute, SOS, das Notsignal ist draußen. Wir können weg vom Meer. Gott sei Dank. Wie schwebt der Geist? Leute, ich weiß nicht, wie der Geist schwebt, aber es ist anscheinend ein Ballon. Ah ja, okay. Nun gut, wen versteckt er? Ja, das ist eine gute Frage, wen du versteckst, mein Bester. Ich mach mal deinen Bart weg und er versteckt die Vögel in seinem Bärtchen. Och, das ist aber süß. Hilf beim Selfie! Oh, wow, 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 wow. Da muss ich aber mal ganz kurz die Sonnenbrille aufsetzen. Denn, Leute, die Alte hat auf jeden Fall Bock. Nice Figur und ich soll dir beim Selfie helfen. Kein Problem, Alter. Baby. Also ich kann dir nicht nur beim Selfie helfen, ich wäre auch bei so anderen Dingen dabei. Rette sie vor dem Stier. Oh mein Gott, Alter, der Stier ist richtig sauer und ich mach mal ein rotes Cape weg, mein Bester. Und ohne rotes Cape, ah ja, ist auch alles entspannt. Und guck mal, ist das die Zahnfee oder... Schnitt! Erschrecke das Kind. Ja, pass mal auf, Alter, das wird jetzt richtig wild. Ne? Oh mein Gott, Junge. Ja,
Da ist der Alien-Kater, ne? Scheiße ist das. Friss die Geister. Und da mache ich dim 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 dim. Was ist unter dem Kleid? Wow! Da muss ich aber mal ganz schnell das Vergrößerungsglas aufsetzen. Ay, Dios míos, ay caramba. Was ist unter dem Kleid? Da muss ich jetzt natürlich mal nachgucken. Wow, 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 wow. Baby. Komm am besten zu mir gleich nach Hause. Dann zeige ich dir, was unter meinem Kleidchen ist. Was stimmt hier nicht? Oh, wir haben hier den Vogel und der hat richtig Bock auf den Wurm. Ja, aber das ist kein Wurm, mein Bester. Du nimmst da gerade die Nase von jemandem und das ist richtig scheiße für dich, ne? Das würde ich mir jetzt mal ganz genau überlegen. Zwinge ihn herauszukommen. Okay, ich mach den Gulli auf. Boah, es ist der Clown! Es ist der Clown! Oh nein, wer kennt den Clown, Leute? Hashtag S. In die Kommentare, wer den Clown kennt. Pumpe den Ball auf. Ja gut, wie soll ich denn den Ball jetzt aufpumpen? Warte mal, wir haben hier unten eine Luftpumpe oder was? Machen wir mal den Vogelkäfig weg. Hallo, Vogelkäfig weg. Na gut, Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das hier am besten lösen. Wir könnten das Ding natürlich komplett wegmachen. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich gehe mal hier so rüber und mach mal hier so ein bisschen was weg. Digga, der Vogel nervt aber auch, ne? Kann der Vogel nicht mal wegfliegen oder was? Hallo? Okay, wir müssen den Ball, glaube ich, in diesen Käfig reinkriegen. 2000 Jahre später. So, ich werde mal diesen Käfig hier... Ah, ja, okay. Ah, so ein Ding ist das. Aha, der Ball ist aufgepumpt. Gute Arbeit. Ziehe die Stiefel aus. Och nö, ich habe ein ganz, ganz belastendes Gefühl. Boah, ist das eklig, Alter. Verpiss dich, Junge. Level 606, befreie sie. Und wir haben hier die Zähne und machen die Zahnspange raus. Und die können sich jetzt erstmal wieder auf entspannte Basis bewegen. Mann, ist das angenehm. Ja, wir mussten gerade ein paar Levels überspringen. Hat sich einiges gedoppelt mit den letzten. Erschrecke den Fuchs, heißt es hier. Okay, Fuchs, ich werde dich erschrecken. Oh, Digga, da ist ein Doggo drin. Verpiss dich lieber. Was hat sie zu verbergen? Die Alte kennen wir doch. Und ich würde sagen, es ist mir immer wieder ein Vergnügen mit den geilen Ladies hier. Ein wenig, Schnitt. Werde den Geruch los. Alter Schwede, ist das hier voll mit Fliegen, Digga, die arme Schlange. Und da riecht es schön nach Blümchen und dann ist auch alles wieder okay. Also das kannst du eigentlich echt nicht machen, ne? Also das ist illegal, ich sag mal, wie es ist. Hilf ihnen beim Fußball zuzuschauen. Ja, Digga, wir gucken mal. Okay, der Fernseher ist kacke. Boah, Alter, du hast ja einen richtig dicken Flatscreen am Start, Opi. Ich komm vorbei, lass Fußball gucken. Warum ist das so schwer? Der Typ, Alter, der, okay, ja, der schiebt einen anderen Typen und der ist gerade richtig sauer, weil der nämlich die beiden Burger in diesem Teil ist. Rette den Stierkämpfer, El Toro, ja, 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 wir gucken mal, der Stier ist richtig wütend und wir machen Boxershorts rein und jetzt hat der Stier, der hat ja, der checkt auch gar nichts mehr, ne, was ist das denn hier, also ist das ein Boxershot? Finde sein Schild, aha, wo ist dein Schild, mein Bester, oh, das ist ein Schild. Alles klar. Alter, wer den Bauarbeiter auf? Der macht hier seine Aktion. Und ich würde sagen, Brudi, ich mach daraus mal so ein Springdingsi. Und ja, der hat anscheinend jetzt Spaß. Modernisiere! Das kenne ich noch. Und ich würde sagen, wir setzen uns nochmal die absolute Frauenbrille auf und checken die Lage hier aus. Denn wenn ich jetzt modernisiere. Heilige Mutter Maria, das ist auf jeden Fall ganz mein Geschmack. Und ich hoffe, die Alte, oh Mann, ey, die bleibt angezogen. Mann, ist das nervig. Level 639 ist den Honig. Wir haben hier ein paar Bienen und der Typ hat so einen Schutz, ne? Und jetzt ist die Frage, was passiert, Digga, wenn wir den Schutz abnehmen? Mein Bester, du bist jetzt echt am Arsch, ne? Uiuiuiui, das sieht schlecht aus. Und ich muss sagen, ich krieg schon so ein ganz ungutes Gefühl bei den Bienen hier, ne? Gehen wir mal lieber weiter. Erschrecke das Mädchen. Heilige. Oh, schade, da geht nichts. Was haben wir hier drin? Oh, der Clown. Und das war hier anscheinend nur oben irgendwie so ein an einem Nagel gehängener, ja, also ein Kind. Na gut, aber Baby. Schlecht sieht sie nicht aus.
Ja, Leute, kritische Aufnahme. Wir werden bei Draw One Part jetzt weitermachen und malen nochmal 10 Levels auf jeden Fall hier nach. Leute, das Problem ist, Delete One Part hat jetzt eine Zeitschleife, also es geht dort nicht mehr weiter. Das heißt, wir haben das Projekt an der Stelle abgeschlossen, werden heute auch mit Draw One Part abschließen. Das wird die letzte Folge für beide Formate erstmal auf längeres sein. Wir haben hier den Eiscremewagen und was ist mit dem Eiscremewagen? Das sieht irgendwie nicht so geil aus, ne? Also, was sollen wir denn hier jetzt am besten machen? Was fehlt denn hier bei diesem Eiscremewagen? Ja, Freunde, das ist jetzt eine gute Frage. Da fehlt doch der Typ, der hier bedient, oder was, ne? Was ist das denn? Hallo? Lass mich doch mal malen jetzt! 3 Tage später. Erstmal einen entspannten Tipp geholt. Keine Ahnung, was das hier soll, aber anscheinend ist hier ein Eis an Stiel drin. Okay. Wir haben hier eine Schubkarre voll mit dem ganzen Modder und den Modder mussten wir noch einmalen. Keine Ahnung, wo das hier herkommt, aber so eine Schubkarre habe ich noch nie gesehen, Leute. Level 304, wir haben ja noch mal ein bisschen Neger. Ich sag immer Negan. Und wenn ich das ganz schnell ausspreche, hört sich das ein bisschen verrückt an, ne? Ihr wisst genau, was ich meine. So ist das natürlich nicht gemeint und wir sollen hier dieses Teil da oben drüber malen, diesen Kreis, damit das auch wirklich gut ausschaut. Also, hier malen wir ein entspanntes Holzstäbchen rein, das habe ich direkt gesehen. Und bei Level 307 ist so ein Typi mit so einem Ding hier und irgendwas muss da ja rein. Anscheinend war das ein Zelt, ja, habe ich mir schon fast gedacht. Und der freut sich wie Larry oder was. Level 308, da fehlt doch noch irgendwie was. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. So ein Teil hätte ich auch getragen, wenn ich mein Polizeistudium zu Ende gemacht hätte. Aber habe ich nicht, weil ich ein Versager bin. Level 309. Wir haben hier einen Knochen, der Hund. Ich leite dich einmal ganz kurz dahin, mein Bester, und zieh durch. Easy. Level 310. Mann, was ist das denn für ein Opa? Yo, Bro, hast du eigentlich richtig Bock oder was? Was hast du da in der Hand? Anscheinend hat er einen Koffer in der Hand, Leute. Ich habe hier nur einen Griff gesehen und was darauf gemalt. Okay, Leute, wir sollen dem Typen jetzt nochmal die Frise ein bisschen auf miese machen. Habe ich gemacht, Digga, und sieht allerbest aus. Ich bin der Friseurmeister Denno. Ist das klar? Level 313 und ich male hier mal so einen Pinsel noch schnell rein. Ah, so ein Pinsel. Ja, warte mal. So vielleicht. Eigentlich so, ne? Hallo? Hallo? Ey, mal den Pinsel. Jetzt mal doch mal den Pinsel da rein. Hallo? Das kann doch nicht sein jetzt. Ah ja, Leute, mit einem Tipp konnte ich soeben rausfinden, dass man nur das hier malen muss. Also, das ist lächerlich, ne? Ich sag, wie es ist. Level 314, wir haben hier einen Zug mit sowas hier und ich mal dem mal irgendwie so einen Weg da rein, also einen Brückenweg oder sowas. Hä? Der ist doch gerade komplett auf der Schwebe. Also, sag mal. Das kann ja irgendwo nicht sein. So, das letzte Level und wir haben hier Mr. Krabs. Mr. Krabs, mein Bester, ich hol dir das Auge zurück. Um Gottes Willen, sah das scheiße aus, Mann. Boah. Machen Sie Blue glücklich fühlen. Okay, also die deutsche Übersetzung. Naja, lassen wir das mal. Ich soll Blue glücklich machen. Der Typ hat ein Messer in der Hand. Also irgendwie, der ist doch schon glücklich oder was, ne? Ah, ich mach mal das Messer weg. Jetzt fängt er an zu singen. Ach so. Okay, ziemlich cool gemacht. Level 2. Helfen Sie Blue, ihn zu finden. Und wir sehen hier Blue, wie der gerade hier so ein bisschen rumlungert, in der... Oh, wen haben wir da denn? Wir haben ihn hier unter dem Karton. Blue, willst du jemanden essen? Leute, wer ist das von euch aus der Community? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wer ist es von euch? Da ist doch wieder irgendeiner von euch, der Angst hatte. Und dann esse ich ihn auf. Okay, wir gucken mal weiter. Findet das Monster. Okay, wir haben hier jetzt was. Warte mal, da unten ist der Schacht oder was? Ah! Und da ist auch schon Purple! Yo! Wie cool ist denn das Game, bitte? Richtig nice gemacht. Wache nicht Blue auf. Okay. Also, sollen wir jetzt die ganzen Ballons wegradieren? Vermutlich. Und jetzt kann sie zum Kuchen gehen und sich den Kuchen klauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, also finde ich gut, finde ich gut. Aktivieren Sie die Maschine. Wir haben ja die ganzen Glühbirnen hier. Der Typ hat nichts in der Hand. Hier ist jetzt irgendwie... Ah, da sind noch 2 Glühbirnen, die versteckt sind. Wow. Und zack ist Blue da und sagt... Moin, hast du die Maschine angemacht? Wir müssen Blue retten. Ah, verdammt nochmal. Was machen wir da jetzt?
Wir können das Ding aufmachen. Oh, will ich ja irgendwie gar nicht. Okay. Ja, anscheinend wird die jetzt gegessen. Ich hätte es nicht gemacht. Finde einen Freund für Blue. Wir können das Ding hier aufradieren. Okay. Können wir das Ding anmachen? Wow, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, was das für ein Tier ist, beziehungsweise was das für ein Rainbow Friend ist. Der sieht so ein bisschen Orange-mäßig aus. Also das... Aber... Orange gibt's ja schon. Wisst ihr, wie ich meine? Und selbst auch Yellow. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer das sein könnte. Helfen Sie Green, jemanden zu fangen. Green, hast du hier irgendwo einen Baum? Nö. Bei dir irgendwo? Nö. Die Tür hier? Aha. Hey, Bro, hast du da gerade Essen in der Hand? Green, Digga, gönn dir. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon, Mann. Das ist so cool. Helfen Sie Blue, ihre Träume wahr werden zu lassen. Blue, mein allergrößter Traum ist, dass ich dieses Jahr mehr Leute in meinen Videos habe, die meine Videos gucken, die abonnieren. Blue, das ist mein Traum. Was machen wir mit Leuten, die nicht abonnieren? Mit denen tanzen? Ja gut, Leute. Also wenn ihr kein Abo dalassen wollt, dann... Dann tanzen wir halt jetzt. Ich mein's ernst. Abonnier meinen Kanal. Du Frechdachs. Rette sie. Wir haben hier ein Mädel. Und Blue hat irgendwie richtig Bock. Und was ist das hier oben? Ist das ein Fenster oder was? Okay. Und irgendwas ist in diesem Schrank drinne. Und da ist Purple. Okay. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Purple, also... Ja, also es ist ein anderer Charakter. Müssen wir hier irgendwas noch... Oh! Ah! Blue war nur verkleidet und hatte Rosen dabei. Nice, nicht schlecht. Holen Sie sich Essen für Blue. Alter Blue, Mann, alles cool bei dir? Oh, du siehst ja richtig fertig aus. Die Pizza sieht aber auch voll kacke aus, ne? Ah, Leute, also der nicht abonniert, ist das unterm Tisch, oder Blue? Was denkst du? Das findet er gut, Leute. Das findet er gut. Ebene 12. Zubereiten von Lebensmitteln für Orange. Oh, jetzt sollen wir also für Orange ein paar Lebensmittel zubereiten. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, ne? Aber, so wie es aussieht, ist das jetzt hier erstmal die Maschine. Jetzt wird Orange wahrscheinlich kommen. Was ist das denn hier? Ich bin spannend. Ist das ein Kabel? Guck dir mal Orange an. Der geht zu gut. Finden Sie die Box. Warte mal. Ich soll die Box finden. Hat die die dabei oder was? Wo könnt ihr denn... Ach so, hier unten oder was? Ja, Leute, auf entspannt. Die Box legen wir nach da oben und jetzt kommt Blue wieder. Tja, ist eure Schuld, ne? Ebene 14. Suchen Sie einen Akku für den Computer. Wir müssen einen Akku finden. Hier drin vielleicht auch nicht. Da. Okay. Akku rein. Computer läuft. Und... Warum steht da Ed? Da müsste eigentlich Odd stehen. Aber wir haben hier Red sogar, ne? Alle Rainbow Friends ist ja aufgetaucht. Finde ich gut. Gefällt mir. Ebene 15, sorgfältige Orange, was? Ich muss hier anscheinend irgendwas mit seiner Spur machen. Ah, er ist jetzt abgehauen. Okay, wusste ich gar nicht. Wer beobachtet dich? Okay, Leute, wir haben hier eine ganz komische Situation. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, es ist Red, oder? Ah, es war so klar. Der hatte genau das auch an. Richtig nice. Royal Cat. Oh, jetzt haben wir hier eine Katze auf Ebene 17. Was ist das denn? Das Geheimnis hinter dem Helm ist ein Alien. Aber ein ganz brutaler Alien, oder? Die beiden wollen sich verlieben. Wenn wir die Bank trennen, können wir die näher zusammenlegen. Okay, das ist auch ziemlich cool. Lassen Sie die Hose zu ihr passen? Baby, was läuft? Soll ich dir mal eine Autogrammkarte zuschicken? Wer hat das gegessen? Also hier ist der Kellner. Der schreibt sich gerade was auf und denkt sich so... Ja. Dann kommt der Typ und sagt... Hey Mann, du hast mein Hähnchen gegessen, du Verdammter! Wer war das? Und dann die Frau. Ich hab sein Hähnchen weggegessen. Der Typ ist voll der... Spasti! Und ich, stelle fest, dass das hier eine besoffene Katze war. Aha.
Mann, so eine... Also das war eine komische Situation irgendwo. Mehr Zuschauer bekommen, Leute. Mehr Zuschauer bekommen. Baby, wenn du mehr Zuschauer haben willst, Digga, dann mach doch einfach oben ein bisschen entspannter. Das ist doch heutzutage normal. Weißt du, wie ich mein? 90 Millionen Views, by the way. Die versteckte Wahrheit in der VR-Brille. Mhm. Oh. Ich denke nicht, dass sich jemand in so einer Bruchbude eine VR-Brille kaufen kann, aber ist okay. Fischen Sie Fisch für die Katze. Okay. Also, das hier ist jetzt der Fisch, oder was? Das war ja easy. Meine Angst. Wir haben jetzt hier das Grab-Pack. Und, oh, der Typ hat eine richtig dicke Glatze. Und fängt an zu weinen. Ja, bei der Glatze würde ich auch heulen, Digi. Ich sag, wie es ist. Die Situation umkehren, Ebene 26. Wir haben hier... Freddy, Freddy, Bruder. Hau rein. Und der steckt jetzt im Boden fest, ne? Katzenpuzzle. Für das Katzenpuzzle müssten wir eigentlich... Boah, müssen wir jetzt echt mal überlegen. Ja, gut. Ich meine, so geht's natürlich auch. Ja, das stimmt. Liebe machen? Also, was ist denn hier los gerade? Wow, wow, wow. Oh, Gott sei Dank. Alter Schwede. Schnitt. Eine Berühmtheit. Der Typ ist gerade am Eisnecken. Auf ganz chillig. Aber wer hat denn nicht Bock? Auf Hundescheiße, auf dem Eis und... Was ist da gerade passiert? Rette ihn! Da ist ein Schwimmring hinter der Sonne, Bruder. Und der Hai hat jetzt Bock, ihn zu essen. Ich hab dich doch nicht gerettet, Bro. Was erregt sie? Oh, Leute, wenn ich das schon wieder lese. Diese Games, zu wild. Ich würde sagen, McDonald's. Safe, Leute. Also, Chapeau, Chapeau. Das ist absolut legit. Ich muss ehrlich sagen, Leute, wenn ihr wissen wollt, was mich erregt, so eine McDonald's-Pommes, Digga, da werde ich aber wirklich, wirklich, gehe ich auf heiße Reifen. Wir sollen also den Fidget-Spinner hier erstmal zusammensetzen. Das ist ja relativ simpel und jetzt kann sich das Ding hier erstmal drehen. Ist okay, ich halte nicht so viel von Fidget-Spinnern. Wir gehen mal weiter. Füttere eine Maus. Aha, wir haben hier den Käse drin. Oh je. Und den Fisch für die Katze, damit die auch nichts mehr macht. Und jetzt schneiden wir die Nägel nochmal. Ja, und dann kann die Maus sich den Käse auch ganz entspannt nehmen. Ist eine süße Maus gewesen, die tat mir echt leid. Rette dich vor Viren! Oh Gott, der Coronavirus! Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon das Tablettenschild und die Maske hier. Nimm die Spritze in die Hand und es geht los. Der Corona-Held ist am Start. Nicht schlecht, er hat hier den Virus bekämpft und zwar erfolgreich. Rette das Flugzeug! Oh je, Freunde, wir brauchen Scheibenwischer. Alter, wir fliegen gegen den Berg. Hochziehen, hochziehen. Oh Gott, das war eine knappe Kiste, ne? Okay, weiter geht's. Alter Schwede, moin. Hallo, Baby. Oh Gott, geht's dir nicht so gut? Ayos mios. Mensch, Süße, ich würde sagen, zieh dir mal lieber ein bisschen... Naja, so ist schon okay, okay. Ja, ich lass erstmal offen. Wir holen dir eine Tasse zu trinken. Warte mal, eine Tasse zu trinken für den Wein. Das ist ja schon mal ganz gut. Schmink dich mal vielleicht noch ein bisschen. So, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus, Freunde. Und? Guck mal. Also ganz ehrlich, habe ich die Lady wieder richtig rausgeputzt, ne? Ja, Freunde, geht nicht immer nur um das eine oder so, sondern man geht respektvoll mit Frauen um. Ich rufe sie trotzdem an. Schütze den Gastgeber. Ich weiß nicht, warum der hier ein Gastgeber ist, aber es ist ja eigentlich der Typ, der hier die Bälle auffängt. Okay, sein blaues Auge ist weg. Wir haben die Rüstung auf jeden Fall jetzt drauf und... Oh, guck dir mal seine Hand an. Der Typ richtig Power, Alter. Will der den gleich mit Maisie zusammenschlagen? Alles cool. Oh Gott, jetzt hat der Typ aber richtig verkackt, ne? Ja, das ist scheiße. Hilfe! Hier ist ein Verbrecher und nimm schnell die Maske und ich stech ihm in die Hand. Ja, das sieht scheiße aus, ne? Und die Faust kannst du auch gleich wegstecken. Oh Gott, ey, das ist ja alles rot, Mann. Der hat doch schon Narben. Der arme Verbrecher jetzt, aber selber schuld. Mach ihn sauber. Oh je, was ist hier denn passiert? Ach, ist das Gehirn? Okay, wir werden ihm erstmal eine Maske aufsetzen.
eine kleine Brille, sieht schon mal okay aus und eine gute Frise. Und plötzlich arbeitet der Typ nicht mehr wie ein Zombie, sondern ist der Bürokrat himself. Zeige einen Trick! Ja, moin! Vergrößerungsbrille ist da. Es geht wieder los. Ich muss hier einmal den Kasten jetzt aufsetzen. Der Typ hat hier die Säge. Und wir zeigen jetzt einen Trick. Oha! Geht den mal an! Junge, was hast du vor? Füttere die Eidechse. Bevor wir die Eidechse füttern, nochmal einen kleinen Tipp, Leute. Ihr könnt das Internet ausstellen, ne? Bei solchen Apps, dann kriegt ihr nicht mehr so viel Werbung rein, weil die Apps dafür bekannt sind, dass sie halt viel Werbung haben. Ich mach das auch nicht gerne, aber der Entwickler hat es einfach echt übertrieben und ich habe schon Bewertung geschrieben, ne? Nur, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt hier zum Beispiel keine Werbung habe. Wir packen den mal ein Steak rein und wir müssen das Steak irgendwie noch von der Temperatur so ein bisschen messen. Jetzt muss die Lampe vielleicht noch bisschen näher ran. Ah ja, wir machen die Temperatur mal hoch. Oh Gott. Oh, okay. Das Steak ist zu warm geworden und er hat sich die Fliegen geschnappt. Ah, Leute, so füttert man die Eidechse. Packen Steak rein, warte, bis Fliegen kommen. Stimmt. Finde eine Prinzessin. Wir geben dem Typen erstmal ein Bier in die Hand. Jetzt hat der nämlich gerade zu tun. Dem Bello geben wir mal seinen Kauknochen und jetzt können wir hier rein. Alter! Was ist das denn? Oh Gott, das ist aber keine Prinzessin, oder? Oh nee, Leute. Schnitt! Sieh dir den Film an. Ah ja, wir packen mal einen schönen DVD-Recorder hier rein. Bro, was ist hier mit der Fernbedienung? Egal, wir packen erstmal die CD rein, oder? Nee, Fernbedienung erstmal Fernseher anmachen. Jetzt die CD in den DVD-Player. In den DVD-Player. Oh Gott, ich musste das Teil hier aufmachen, ne? Und dann die CD reinlegen. Uiuiui, oh. Was zur Hölle ging da denn gerade ab? Also Freunde, habt ihr das gesehen? Ich will nichts hören, ich will nichts sehen. Ich denke, wir können uns alle unseren Teil denken. Wir machen weiter. Finde den Schatz. Aha. Wir werden den Schatz des mystischen ägyptischen Gottes ausgraben. Öffne dich. Oh yeah, da ist das ganze Gold. Ja. Lass dein Traum wahr werden. Leb deinen Traum, na 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 na. Ich besorg dir das Mikrofon und tausch deine Gitarre aus. Du bist am Start! Und abonnierst den Kanal von Denno. Hol dir mehr Tipps. Warte mal ganz kurz. Oha. Wir sollen mal Trinkgeld besorgen. Okay, Leute. Das ist ein Fall für die Vergrößerungsbrille, denn ich sehe hier schon, wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen was da machen. Wir machen mal das Kleidchen hier weg, okay. Oha, okay. Und jetzt hier noch ein Gürtel oder sowas. Ja, wo sollen wir denn den Gürtel da so ran machen? Eigentlich packt man den doch irgendwie... Ist das... Nee, das ist... Irgendwo muss man das Ding... Doch aufziehen! Oi, 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 oi! Okay. Ja, meine Freunde, da haben wir auf jeden Fall ordentlich Trinkgeld rausgeholt. Und du weißt, Süße, 50% gehören mir. Das war nämlich meine Idee. Lass ihren Traum wahr werden. Leb deinen Traum und er wird wahr. Oh Gott. Okay, aber wir haben ihren Traum wahrgemacht. Ich finde, das ist eine gute Tat. Lass es wachsen. Ess mal deinen Brokkoli. Na gut, dann erstmal die Schuhe. Sag mal, hallo. Also ganz ehrlich, stell dich mal jetzt bitte. Das kann doch nicht wahr sein, oder was? Was zur Hölle sollen wir hier tun? Wir könnten natürlich. Also, wir können ihm die Hose nicht. Oh, okay. Die Hose runtergezogen. Das war's! Okay, wir mussten da gar nichts einsetzen. Wir haben einfach die Hose runtergezogen. Ja, gut, ich meine, das geht auch. Operiere ihn. Verdammt, Leute, wir müssen OP starten! Schwester, bitte einmal das Skalpell. Okay, wir gehen hier mit dem Skalpell vorsichtig rein. Ganz vorsichtig. Mit dem Skalpell. Oh je. Wir nehmen das Baby heraus, haben es extrahiert und nähen die Wunde wieder zu. Gott im Himmel, wir haben die OP überstanden. Die Avocado hat ihr Kind bekommen. Warum bin ich so? Erschaffe die Skulptur. Guck dir die da oben mal an. Aha. Ah ja, er kriegt einen Hammer in die Hand, oder? Der Meißel, dann mit dem Hammer drauf. Oh, bildschön! Alter Schwede, das hat er gut gemacht.
Muss man sagen, wobei der Typ hat ja noch einen Zettel in der Hand. Eigentlich habe ich ja die Skulptur gemacht, ne? Sei froh, Bro. Kann ich die kaufen? Sowas würde ich immer in mein Zimmer stellen, ich sag ehrlich. Oh Gott, wir sollen einen Cocktail vorbereiten. Was für einen Cocktail? Wir machen hier Kuhmilch rein. Okay, ist ein bisschen Sahne und so. Kuhmilch, Sahne und so. Strohhalm. Und eine Kirsche drauf. Müssen wir noch irgendwas erledigen? Was guckt denn der Typ immer so nach unten? Das ist jetzt die Frage. So, jetzt müssen wir halt mal gucken. Ich habe jetzt so keine Ahnung, was wir da machen sollen. Die Kirsche da so raufsetzen ist hier anscheinend nicht richtig. Irgendwas. Aha! So ein Ding ist das. Ich hab dir die Haare geklaut, Kollege. Und da kommt die Kirsche jetzt rauf. Und da haben wir doch den besten Cocktail der Welt gemacht mit den Haaren von dem alten Cocktail-Opa. Der wird ihn trinken, Leute. Ey, ganz ehrlich. Hashtag Cocktail in die Kommentare. Dass wir die Gegenstände ordnungsgemäß herausgeben. Okay, du kriegst die Spritze, Baby. Oh, yo. Die sieht mir aus wie ein schlaues Mädchen. Oh Gott, und das hier ist die Geldalte. Okay, Leute, also jetzt will ich mal was von euch wissen. Ihr habt hier eine süße, heiße Krankenschwester. Die wird sich wahrscheinlich immer um euch kümmern. Dann habt ihr die geldgeile Alte. Ihr braucht nichts anderes wie Geld. Die ist unkompliziert, muss man sagen. Nur Kohle. Und wir haben den Bücherwurm. Oh yeah. Und der Bücherwurm ist richtig schlau und kann euch mega hart auf den Sack gehen. Was würdet ihr nehmen? Krankenschwester, Bücherwurm oder Geld? Sagt ehrlich. Also ich entscheide mich für den Bücherwurm. Wen beobachtet er? Oh je, oh je. Da ist ein Typ am Spannern oder was? Okay, wir haben die Frau jetzt hier oben. Wir müssen das Fernglas noch einmal so ein bisschen ein... Oh, nö. Male nach Zahlen aus. Da kann doch eigentlich nichts schief gehen. Das ist doch alles entspannt. Und da sieht hier aus wie ein richtiges Farmleben, wie so ein Schweinefarm. Schalte die Girlande ein. Okay, Leute. Also, wir sollen die Girlande jetzt hier irgendwie einschalten. Hab jetzt hier eine Steckdose reingehauen. Wir machen hier nochmal so ein bisschen Strom. Oh, das sieht schlecht aus. Isolierband. Oh, Gott. Adios, Mios. Das war eine knappe Kiste, ne? So ein Stromschlag ist lebensgefährlich. Wo soll die Münze hin? Oha, wir haben ja El Ruado, den Zauberer. Und ich werde die Münze in deine kleine... Ja, weiß ich nicht. Okay. Ah, wer hat jetzt hier Musik gespielt? Da kommt ein Affe raus und ich schmeiß die Münze da rein. Kuss geht raus. Für den Affen eine Münze auf locker. Ansonsten, Bro, du weißt, du kannst ja auch einen Baum pflanzen, ne? Und mit der Münze eingießen. Haben wir ja schon in der ersten Folge gesehen, Leute. Könnt ihr oben nochmal nachschauen. Löse die Gleichung. Zauberstab plus Hut gleich Hase. Ja, Hand plus Gewicht gleich Muckis. Und Ballon plus dumme Schuhe gleich Clownsgesicht. Ah ja, das war eine leichte Gleichung. Wenn die das mal in Mathe in der Schule machen würden... Dann wäre ich auch ein Einserkandidat gewesen. Schieß ein Tor. Oh Gott, wir haben jetzt hier den Hockeyspieler. Erstmal Maske rüber. Schnell den Arm. Und wo hat er den Schläger? Und ai, Osmios. Der hat das ja abgewehrt, aber da steht doch, ich soll ein Tor schießen. Das sieht aus, als wären hier so zwei Hände, ne? Aber es ist ja gar nicht so. Es sind einfach nur diese Teile davon. Verkleide den Wolf. Oh Gott, die Schäfchen haben Angst. Absolute Wolfsverkleidung. Und schon sind die Schafe in Ruhe und der Wolf kann die in Ruhe fressen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Weiter. Rate das Steak. Oh, Baby, habe ich jetzt Bock auf ein geiles Steak. Oh mein Gott, was ist das denn? Entsperre das Telefon. Aha. Wir müssen uns ein wenig auf Spurensuche begeben, Leute. Und wir haben hier einen interessanten Fall zu lösen. Wir müssen jetzt zunächst einmal mit dem Schrauben... Ja, weiß ich nicht. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Boah, Leute, ich bin so los... Ah, ja, okay. Aha, aha. Wir haben den Fall hier wieder gelöst und es war simpler, als man dachte. Und ich finde, die Katzen mit den Nudeln und so ist schon eine niedliche Kiste. Mach mal wieder dein Bluetooth aus. Boah, ich hasse Telefone, wo immer das Bluetooth an ist. Mach es aus, bitte. Muss ich sein, bist nicht verbunden. Setze das Puzzle zusammen. Ah ja, okay, wir haben hier jetzt eine Ecke, da jetzt eine Ecke und hier eine Ecke. Und schon haben wir das Puzzle auf entspannt zusammengesetzt und weiter geht's. Finde die Harmonie. Wir haben jetzt hier den Nageldingsi und der kommt jetzt hier oben. Oh, yo, der ist am Schweben. Okay, da wäre ich auch harmonisch, wenn ich das könnte. Mach das Zimmer sauber. Oh, yo, wir haben hier den Handschuh von Thanos. Okay, Thanos, mit der heiligen Macht will ich, dass du das Zimmer aufräumst.
eigentlich bitte auch so einen Handschuh haben? Ey, wer bräuchte auch so einen Handschuh zum Zimmer aufräumen, Leute? Das wäre das Geilste an dem Handschuh. Hashtag Thanos in die Kommentare rein. Finde einen Schotten. Oh Gott, ich ziehe dem mal lieber ganz schnell was an. Und eine Mütze kriegt er von mir auch noch. Warum hat der jetzt hier Oberkörper frei? Verstehe ich noch nicht so ganz. Oh, das sieht aus, wie der da reinpustet, ne? Naja, gut, Leute, machen wir weiter. Lass es wachsen. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier die Nukleotide-Basen-Verbindungs-Vereinigungs-Dingsies hier so ein bisschen zusammenstellen müssen. Und da, Nukleotid und Adenin und Guanin und so zusammen. Und ich war in Chemie kacke. Ich sag's ehrlich. Naja, oder Biologie. Da habe ich jetzt aber 30 Mal hintereinander reingeschissen, ne? Na gut, Leute, passt bitte ein bisschen besser auf. Das ist eigentlich wichtig. Adenin, Guanin, Thymin und... Zito, ich bin raus. Füttere die Katzen. Ah, wir hatten ja eben dieses süße Katzenbild. Da wissen wir ja ganz genau, wie das funktioniert. Und daher hat der Typ das also. Aha. Rasiere deine Achselhöhlen. Boah, was ist das denn für ein Scheiß, du? Mach mal weg hier, da ist noch ein Haar. Ey, Pinzette rein, das Haar entfernen und einmal rüber mit dem Rasierer. Oh ja, das sieht schön glatt aus. Jawohl, so wie bei mir. Sammle Aufträge. Also der Burger da rein, hier die Pommes und das Getränk hinten nochmal auffüllen. Leute, guck mal, ich bin... Burgerbrater des Jahres, sag ich euch, wie es ist. Ah, wir haben hier oben noch Pommes auf seinen Haaren. Entspannt. Leute, jetzt esst ihr schon wieder seine Haare, ne? Das geht ja jedes Mal so. Moin, Hallöchen, lege das Obst in den Korb. Hallo, hör mal auf, so ein Gesicht zu machen. Was soll denn das jetzt? Willst du mich verarschen? Pack jetzt mal, sag mal. Hey, jetzt hör mal auf, dich so anzustellen. Oh mein Gott, Leute, wir sollen das Obst in den Korb legen. Die Frau, da fällt mir so die Brille runter, hat mich auf diesem ganz anderen Niveau getrollt. Level 81, setze den Spinner zusammen. Okay, ich mach mal den Spinner jetzt hier rein. Das sieht doch ganz nice aus, wenn wir das so machen. Perfekt, Leute. Und also ich weiß nicht, was die mit ihren Fidget Spinnern haben. Oh, okay, das finde ich cool. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist ganz cool, Leute. Das finde ich irgendwie hat ein bisschen was, ne? Zerstöre den Beweis. Oh Gott. Wir haben hier Fremdgeh-Beweise und der hat hier sogar noch eine Unterhose in seiner Jacke und einen Kussabdruck. Haben wir gerade Beweise zerstört, dass jemand fremdgegangen ist? Mach eine Entdeckung. Hallo, Christoph Kolumbus. Ich glaube, so ist sein Name. Wir werden hier Erde reinmachen und wir werden dann einmal diesen Dings hier machen. Und ich schneide mal so einen Apfel darunter. Und jetzt hat der Typ eine Idee. So kriege ich auch meine Ideen für Content. Deswegen bin ich auch so blöd, weil die Äpfel mir mal auf den Kopf fliegen. Hilf beim Überqueren der Straße. Oh je, mach mal hier jetzt erstmal eine Ampel rein und einen Zebrastreifen und du bleibst jetzt mal hier stehen. Oh Leute, ey, wie schnell sind die denn gerade gefahren? Erschrecke die Krähen. Wir sollen also jetzt die Krähen, okay, wir machen hier einen Pfahl rein, da machen wir einen Kürbis drauf. Da brauchen wir noch Arme. Den Kürbis schnitzen wir nochmal so ein bisschen. Happy Halloween! Leute, bald ist ja auch schon wieder Halloween. Ah, vielleicht wird es mal Zeit für ein Halloween-Special. Belebe Frankenstein wieder, oh Gott! Ich nehme seinen Kopf, packe das Gehirn da rein, mach einen Kristall hier ran und setze den Energiekalibrator und damit wird Frankenstein zum Leben erweckt! Oh, ich hab Staub eingeatmet. Schnitt! Hilf ihm beim Einschlafen. Ja, mach mal erstmal so. Ein schönes Nackenkissen und entspannte Kopfhörer. Und der Typ sabbert genauso wie ich heute Nacht in mein Kissen rein. Hilf ihm beim Bewegen. Der will umziehen. Ich pack mal hier die Waschmaschine hin. Wir müssten eventuell noch den Kühlschrank hier reinlegen. Das Ganze nochmal sichern. Ja, dann pack doch den Karton hier auf die Waschmaschine rauf. Und das Ganze nochmal sichern. Und damit, Leute, ist der Umzug erledigt. Ruf ihn zur Ordnung. Kollege, du sollst ordentlich sein. Hemd an, Krawatte an. Und putz dir mal irgendwas da oben die Haare oder Zähne oder so. Ach so, das Hemd. Ah ja, okay. Die Krawatte richten wir nochmal so ein bisschen. Ja, und schon sieht der Typ ganz gut aus. Siehst du? Na? Läuft doch. Finde ein Flugzeug. Oh Gott. Wir holen den Turm ein Stückchen hoch. Hier ist der Affe drauf. Der Affe ist jetzt... Ah ja. Hallo. So, noch ein Stück hoch. Okay, perfekt. Der Affe ist hier. Und jetzt ist hier Mary Jane. Und da sind die Flugzeuge, Leute. King Kong war aber auch echt ein geiler Film, muss ich sagen.
war schon, hab mich schon, also ich, weiß nicht. So gegen Godzilla und so, der Affe ist schon cool. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einer weiteren Folge von Delete One Part. Und falls ihr noch mehr davon wollt, lasst ein Like da und vor allem abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die Videos auch nicht. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen geht raus. Deno out!